Das ist nicht schön. Das wäre dann zu laut jetzt. Okay, da. Hier ist Storage. Bin ich jetzt schon oben? Nee, ne? Doch, bin ich. Ach ja, ich bin ja hochgeklettert vorhin. Stimmt, bin ja leider hoch. Okay, wir sind dann hier und jetzt hier. Hier waren noch Türen. Habe ich die übersehen? Ah, nee. Okay, die sind woanders. Die sind wohl woanders. Okay, dann gehen wir erstmal rausgucken. Um Gottes Willen. Vor allem, wie viel Luft haben wir eigentlich, ey? Das ist ja richtig krass. Was ist das? Ach, Sand. Kaputtes Fenster. Noch eine Wachswalze. I'll bring dinner to your quarters. And you, miss? No, 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 thank you. About the delay. Gossip is like you create chaos. You compromise safety. What this crew needs is less distractions. Hey! What are you doing? Oh, what now? Neues Rätsel. Laut Interview 1b mit Hans gab es einen Aufruhr in der Messe. Maria hat im Hintergrund geschrien. Was war passiert? Keine Ahnung. Wir können es ja noch nicht lösen. So, aber mal ganz kurz. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Und ich bin gleich wieder da, ja? So, da bin ich wieder zurück. Sorry für die Unterbrechung. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier für meine Kamera vielleicht ändern. Aber ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Warte mal ganz kurz. Ich will mal irgendwas testen. Ich unterbreche noch mal ganz kurz die Aufnahme für YouTube. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wollte nur mal kurz was ausprobieren, aber fand ich nicht so gut. Okay, weiter geht's. Das war die Walze. Und dann war Aufruhr in der Messe. Und ein Heroinfläschchen. Frage ist, what is happening there? Das Spiel heißt Talatha. Kann ich das irgendwo sehen hier? Ne, hier gerade nicht. Das Spiel heißt, warte. Kann ich das sehen? Talatha, Edge of the Abyss. Das ist eine Demo. Das Game kommt am 1. August raus. Und da geht es um Erkundungen. Am Anfang des Spiels gibt es auch eine Warnung für emotional instabile Leute, möchte ich sagen, weil es hier unter anderem um Ertrinken geht, posttraumatische Belastungsstörungen. Und aktuell erkunden wir ein gesunkenes Schiff, wo alle unsere Freunde drauf waren und alle gestorben sind. Ja, so bis jetzt in die Richtung, würde ich sagen, ja. Könnte man so sagen. Kommt am 1. August raus. Ihr könnt es ja jetzt schon angucken. Ich spiele ja gerade noch die Demo. Brauchst ja nur einschalten. Ne? Nicht wie bei Löwenzahn abschalten, sondern einschalten. Ist kein Horror. Ja, mach ihm das Tablet an. Ja, dann muss er das mitgucken, dann schläft er sowieso gleich. Ja, wenn er was nicht gucken will und keine andere Wahl hat, dann schläft er. Ja, also wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt angucken schon mal. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Dann kannst du es dir auch am 1. August kaufen und selber spielen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Demo noch geht. Und wir spielen ja schon seit einer Stunde. Ja, ich weiß aber wie gesagt nicht, wie lange die Demo geht. Deswegen, wenn du es sehen willst, würde ich sie jetzt anmachen, wenn ich du wäre. So, und wir spielen jetzt weiter. Du, husch, husch. Ja, den holt Sarah morgen. Die holt einfach das Auto ab. Fragt maximal, wo das Ding steht. Und du musst vielleicht eine Unterschrift leisten. Eine Unterschrift. Okay. Eventuell bin ich morgen auch wach. Aber die kriegen nur den einen Unterschrift, ne? Ja, die brauchen ja nicht beide. Nein, ich meinte, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kunden abgebe, dann nur von dem... Ja, nur den Citan. Fertig. Und wenn du morgen Auto fahren willst, weil scheiß Wetter ist, fährst du mit meinem Auto zur Arbeit.
so ein Weichei. Sie traut sich nicht, mit meinem Auto zu fahren. Oh, ja, und wenn du kaputt fährst, dann musst du halt Geld aufbringen für die Reparatur. Ganz einfach. Kredit aufnehmen oder so. Ja. Du musst sowieso Geld sparen, ne? Eigentlich. Für spätestens die nächste Wartung. Ja. 400, 500 Euro werden das bestimmt werden. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Und dann ist die nächste Wartung fällig. Dezember nächsten Jahres. Alle zwei Jahre. Aber dieses Jahr sind ja nochmal Nein, alle drei Jahre. Ja, das ist doch dieses Jahr. Ja, kommt auch noch. Brauchst du auch Geld für. Ist ja im Dezember. Müssten, keine Ahnung, ich glaube 120 oder 130 Euro sein mittlerweile. Der Vorteil war da, als du da gearbeitet hast, da gab es Prozente. Ja, weiß ich. Ich kriege jetzt immer noch Prozente. Ja? Natürlich. Achso. Soweit ich weiß. Nur beim TÜV wahrscheinlich nicht. So, und dann kannst du mal drüber nachdenken, was ich dir mal geschrieben habe, was du gekonnt ignoriert hast, ne? Dass wir uns ein Auto teilen. Den Zitan dann abgeben. Damen und Herren auf YouTube, ich schalte nochmal kurz weg. Moment. Hallo YouTube, da bin ich wieder. Es tut mir leid, musste gerade ein bisschen Smalltalk mit meiner Frau machen. Habt ihr ja mitbekommen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich, was ihr mitbekommen habt, nicht rausgeschnitten. Ich kenne mich ja selber. Ist okay, müssen wir alle mitleben. Aber jetzt geht's weiter. Sorry für die Unterbrechung. So, weiter geht es. Das war's, Dorage. Toilette. Okay, Toilette geht nicht. Wo meine ich nicht? Auf Toiletten gibt's meistens interessante Dinge. If you're on the other side of that stairwell to the hub, see if you can unblock it. Das hätte ich sowieso gemacht. Umkleideraum. Warum da nicht? Da sind so Spinde. Gibt's auch manchmal persönliche Gegenstände. Planning Room? Okay. Ach, okay, das ist... Ist das runtergekippt? Loses Rohr. Mit unserer Rohrzange. Okay, cool. Logisch, einem Rohr mit einer Rohrzange. Ach, jetzt muss ich es selber machen. Da fehlt das Loch. Ist aber okay. Jetzt ist hier frei. Okay, und jetzt können wir hier wieder runter, ne? Könnten wir, wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja in den Planning Room. Weil hier sind wir hier an der... Genau, hier haben wir vorhin von unten geguckt, aber sind nicht hochgegangen. Weil es sah so aus, als ob da frei wäre. Ach, guck mal, der hat hier sogar registriert. Schließfachraum. Dass hier zu ist. Okay, cool. Ich finde das so gut. Mit den Türen. Hier ist noch ein Storage-Raum. Hier geht's aber auch nicht weiter, ne? Wird der auch angezeigt? Ja. Also noch geht's hier nicht weiter. Vielleicht geht's hier gleich weiter. Weil durch den Planning Room kommen wir auch ins Schließfach, wenn der offen ist. Der Planungsraum. Okay, da leuchtet mich schon mal. Ich wollte sagen, die Toilette an, aber es ist der Mülleimer. Der Paperkorb. Your Siren has me. Was? Dein Sirenenlied hat mich verzückt, doch Vergangenes hält dich zurück. Mein Täubchen, ich will dir meinen Wert beweisen. Mein Schatz, weiß mich nicht wieder zurück. Okay. Wir haben einen Poeten unter uns. Ein Liebesgedicht. Neuer Hinweis. Können wir jetzt eigentlich schon irgendwas lösen hier? Nee, ne? Noch gar nichts. Aufruhr in der Messe. Da haben wir halt so gar keinen Hinweis auf irgendwas. Maria hat im Hintergrund geschrien. Was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Da können wir noch nichts zu sagen. Hinweis auf ein Bericht der Ereignisse. Haben wir nicht. Auslöser war hier im Interview mit Hans. Hinweis auf involvierte Personen. Können wir auch nicht sagen. Eventuell er. Oder die Heroinflasche vielleicht. Vielleicht auch die Gitarre. Keine Ahnung. Und wer war da? Maria auf jeden Fall. Die war da. Aber ansonsten können wir hier nichts zu sagen, ne?
ausstehende Berichte. Hm. Er schien nicht glücklich über die Formulare, die ihm Eric gegeben hat. Vielleicht Eric und Kmar? War auch nicht unbedingt, ne? Ich müsste jetzt hier, aber kann ich nicht. Okay. Da haben wir noch was. Hier haben wir noch eine Schreibermaschine. Herumliegende Papiere. Okay. Ich will jetzt schon, dass die Demo niemals endet. St. Catherine. 7 Tage. 9 bis 10 Tage. Okay. Angenommen, wir können unsere Fahrt fortsetzen, sollten wir am 5. oder 6. da sein. Ausgrabung, 10 Tage. 8 bis 7 Tage. Eine Woche, wenn wir Glück haben, um alles zu erledigen. Ach, wahrscheinlich 7. Tag. St. Catherine. Dauert 9 bis 10 Tage, bis wir da sind. Ausgrabung, 10. Tag der Reise. Dauert 8 bis 7 Tage. Eine Woche, wenn wir Glück haben, um alles zu erledigen. Priorität, H, unleserlich. Nee, warte. Rätselfortschritt verfügbar. Hier. Das können wir jetzt lösen. Zeitungsartikel. Das heißt jetzt hier. Expeditionsfortschritt. Kombinieren. Position nicht erreicht. Offenbar wurde die St. Catherine doch nicht geborgen. Sie haben nicht einmal die Position der St. Catherine erreicht. Warum auch immer. Schlussfolgerung. Ja. Nicht? Warte mal, da ist es durchgestrichen, ne? St. Catherine, 9 bis 10 Tage. Ausgrabung, 10 Tage. Hat aber 7 bis 8 gedauert. Also warte mal, das heißt dann, die sind ja nach 7 Tagen gesunken. Hätten aber so ungefähr 10 Tage bis dahin gebraucht. 7 waren geplant, aber am 7. Tag sind sie gesunken. Das heißt, am 7. Tag waren sie noch nicht da. Jemand hat diese Planung geändert. Und dann sind die abgesoffen. Okay. Also sie sind nicht mal bis dahin gekommen. Jesse hat mich gebeten, dem Verschwinden ihrer Aufnahmeausrüstung nachzugehen. Sie ist sicher, dass sie die Sachen nicht verlegt hat, sondern dass sie aus ihrer Unterkunft gestohlen wurden. Hans ist dagegen, unsere Ressourcen auf die Suche zu verwenden. Okay. Neues Rätsel verfügbar. Oh, das können wir sogar lösen. Diebstahl gemeldet. Spuren am Tatort. Aber wo? Jessys Aufnahmeausrüstung war verschwunden. Was war passiert? Wer war dafür verantwortlich? Das können wir sogar schon lösen. Okay, Spuren am Tatort. Ah, hier. Der leere Kasten. Der Besitzer. War sie. Wegen dem Hufeisen. Also Maria. Jawohl. Aus irgendeinem Grund hat Maria Jessys Aufnahmen genommen. Kommt aber auch nichts warum. Okay. Schwenken? Ach du Scheiße. Boah, das ist ja voll geil. Warum ist das schön viel? Müsste das nicht ausgegraut sein jetzt? Ach, ist es auch, ne? Nee, ist es nicht. Ausrüstungsdiebstahl. Aus irgendeinem Grund hat Maria Jessys Aufnahmen. Ach so, weil das direkt ein neues Rätsel nach sich zieht. Da fehlen uns aber noch Hinweise für. Aufruhr in der Messe. Das geht auch noch nicht. Was war das andere hier? Passagieren. Plötzliche Schwierigkeiten. Okay, das eine Rätsel hat zu einem neuen Rätsel geführt. Und spät unterwegs. Okay, haben wir aber auch noch gar keinen Hinweis zu, ne? Ne, noch gar nicht. Okay. Das hier hat dann einer korrigiert, ne? Da sieht man es gerade. 9 bis 10 Tage. Haben die gebraucht. Also geplant waren 7, haben aber 9 bis 10 gebraucht. Oder hätten 9 bis 10 gebraucht. Jetzt aber nicht mehr. Damit sind wir hier auch fertig, ne? Jetzt gibt's aber nichts mehr hier, oder? Hauptziel technisch. Oh, bitte. Oh, ich hoffe, das war's jetzt noch nicht mit der Demo. Ich will das Spiel unbedingt spielen.
voll geil. Pinches! It's uncomfortable, but it's better than losing your balance down there. Trust me. Thanks, Alex. Okay. Schraubenschlüssel. Wichtiger Hinweis. An die gesamte Besatzung. Aufgrund kritischer Wartungsarbeiten auf der Thalassa verzögert sich der Zeitplan der Expedition. Wir arbeiten an der Behebung des Problems. Wenden Sie sich in der Zwischenzeit an den Kapitän und an Eric, was anstehende Aufgaben und den neuen Zeitplan angeht. Gleason, leitender Ingenieur. Okay, die hatten also Probleme. Wo waren das hier? Das hier war's, ne? Genau. Position nicht erreicht. Grund, weil es Probleme gab. Wer war dafür verantwortlich? Sabotage? Keine Ahnung. Weiß man noch nicht. Hier ist so eine Mappe. Hans hat mich gebeten, den Kranunfall zu untersuchen. In Anbetracht der Umstände und mit Miss Greenwoods Genehmigung habe ich zugestimmt. Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten konnte ich bereits ausschließen. Ich habe eine unabhängige Partei damit beauftragt, den Kran zu untersuchen, während ich folgenden Punkten nachgehe. Technischer Entwurf, Aufbau und Wartung, Kauf und Qualität. Eric. Okay, es gab einen Kranunfall, aber eine unparteiische Dings. Neuer Hinweis. Oh, hier haben wir direkt wieder ein Rätsel, was wir lösen können. Oh Gott. Notiz zur Nachforschung. Eric war von Hans beauftragt worden, den Kranunfall zu untersuchen. Er sah sich Konstruktion, Montage und Wartung sowie den Kauf der Teile an. Verbindung zu Käufen müsste ja Isabel sein. Konstruktion. KMA würde ich sagen. Und Technik. Ich weiß nicht, wer hier der Konstrukteur war. Wer ist denn Thomas? Oh, das war sogar richtig. Thomas ist der leitende Ingenieur, Kemar der Schiffsmechaniker und sie ist die Hauptgeldgeberin. Okay. Eric stellte Nachforschung zu Thomas, Isabel und Kemar an. Nachforschung 1. Eric war von Hans beauftragt worden, den Kranunfall zu untersuchen und die Ursache herauszufinden. Er sah sich Thomas' Entwurf, die von Isabel gekauften Teile und Kemars Arbeit bei der Montage und Wartung an. Und damit tun sich direkt neue Rätsel auf. Und Nachforschung zu Kemar. Eric stellte Nachforschung zu Kemar und seinen Arbeiten bei der Konstruktion und Wartung des Krans an. Potenzielles Problem. Der immer das sagen. Das hier vielleicht? Das ist schon mal richtig. Abneigung gegen Bürokratie. Beispiele seiner Arbeit müssten dann ausstehende Berichte sein. Jawohl. Kemar hat bei der Arbeit wohl von Eric vorgegebene Arbeitsaufläufe und Regeln missachtet. Okay. Oh, das ist aber schluderig. Damit haben wir wieder was Neues. Kemar hat bei der Arbeit folgende Arbeitsabläufe. Hinweise auf Aufmüpfigkeit haben wir nicht. Hinweise auf Verantwortungslosigkeit. Könnte die Heroinflasche sein. Auf jeden Fall haben wir hier... Ja, okay. Dann haben wir hier was Neues. Eric stellt die Nachforschung zu Isabel und den Käufen an. Hätten wir hier aber nichts, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Zu den Käufen haben wir nichts. Interview mit Hans. Da war ein Aufruhr. Negativ.
Über die Schulter schauen und rumschleichen. Nee, da haben wir nichts. Eric stellt die Nachforschung zu Thomas an. Er war für Ingenieursarbeiten am Kran zuständig. Potenzielles Problem. Nee, haben wir auch nichts. Und da auch nicht. Okay, dann haben wir hier noch was. Nachforschung 2. Sobald Thomas und Kaimar hatten vielleicht etwas mit dem Kranunfall zu tun. Wer war verantwortlich? Haben wir keine Hinweise für. Warte mal, die Unruhe, ne? Gitarre im Hintergrund, Aufruhr in der Messe. Okay, da haben wir das schon. Ein Bericht haben wir nicht dazu. Diebstahl gemeldet. Nachricht über Verzögerung, Berichte, Artikel, fehlende Dokumente. Vielleicht die fehlenden Dokumente als Auslöser. Hinweis auf involvierte Personen. Gitarre. Also Gitarre und Maria auf jeden Fall. Aber ich glaube, ansonsten fehlt uns hier noch irgendwas, ne? Vielleicht das Liebesgedicht? Ne. Okay, dann kommen wir erstmal nicht weiter mit den nächsten Rätseln. Oh, das bleibt hier so? Okay. Okay. So, Samuel haben wir auch. Aber hier nicht. So, warte mal ganz kurz. Ein Moment. Ich habe gerade Anzeigeprobleme. Moment. Sorry für die Unterbrechung. So. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch irgendwo. Hier sind noch wichtigere Sachen. Ich glaube, das sind so die Innendinger für die Taucheranzüge. Pierre, warum guckt sie nicht in die Schränke? So, Foto. Foto von Foto. Und Foto. Von Foto. Du bist nicht mehr die unerfahrene Kaulquappe, die ich ausgebildet habe. Demis war. Okay, den Namen höre ich zum ersten Mal. Da ist hinten nichts drauf. Thomas als Lehrling, okay. Notizbuch. Sie klingt nicht gut. Dieses tiefe Brummen und Rattern hört nicht auf. Das stimmt definitiv etwas nicht. Beantragung, Unterbrechung der Weiterfahrt, um das Problem zu suchen. Einteilung von Kaimar zur Unterstützung bei technischen Arbeiten. Befreiung von anderen Pflichten. Das müsste dann ein neuer Hinweis sein auf technische Probleme. Jawohl. Okay, können wir direkt lösen. Expedition Grund. Müsste das sein? Wer war dafür verantwortlich? Keine Ahnung. Kaimar. Und weitere Einzelheiten. Nee, warte, hier müsste die Nachricht rein und weitere Einzelheiten müssten Thomas' Notizen sein. Das ist richtig. Das aber nicht. Die Talessa war hinter dem Zeitplan, sie hatte das Wrack nicht erreicht und die St. Catherine nicht geborgen. Warum waren sie so stark im Verzug? Warum waren sie im Verzug? Wegen dem Liebesgedicht. Thomas Notizen, vielleicht doch so. Nachricht. Auch nicht. Okay, nee, das ist dann schon mal... Also, Notizen sind da. Kaimar ist auch falsch. Thomas? Ich dachte, wir können das lösen. Okay. Fehlen die Kaufdokumente. Aber wir haben sonst nichts.
gedacht, wir können das lösen. Laut dem können wir das lösen. Warum waren sie im Verzug? Wegen dem Kranunfall. Eigentlich doch, oder nicht? Wegen dem Diebstahl mit Sicherheit nicht, oder? Wobei Hans dagegen war, dann vielleicht doch. Keine Erklärung mehr. Ich kann jetzt das nur alles einmal durchgehen. Oder? Also, nee, Thomas Notizen kommt da auf jeden Fall rein. Nachricht über den. Hä? Jetzt ist es richtig? Okay. Gerade eben war es noch falsch. Thomas hat sich über merkwürdige Motorengeräusche beschwert und um Zeit gebeten, um sich die Sache mit Kmar zusammen anzusehen. Aber wie es dann gleich mit unserer Schlussfolgerung weitergeht, nach einer kurzen Pause. So, weiter geht es. Das war die Pause. Und jetzt schlussfolgern wir hoffentlich auch irgendwas. Ja. Schlussfolgerung. Die Mission war deutlich im Verzug. Thomas beschwerte sich über merkwürdige Motorengeräusche und bat um Zeit, um sich die Sache gemeinsam mit Kmar anzusehen. Was für Arbeiten führten sie durch und was war das Ergebnis? Also, nach jetzigem Stand müssen wir erstmal davon ausgehen, dass die eventuell manövrierunfähig war und dann in einen Sturm gekommen sind und wahrscheinlich aufgrund der Manövrierunfähigkeit gesunken sind. Irgendwie. Vielleicht. Also konnten halt nicht so richtig. Und sind dann gesunken. Einen Moment kurz. Ich muss mal ganz kurz. Warte, warte. Also, davon müssen wir aktuell ausgehen. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich glaube, da war irgendwas anderes. Irgendwer schlich ja auch nachts rum. Irgendwer hat die Ausrüstung von der Reporterin gestohlen. Und wir haben ein Fläschchen mit Urin gefunden. Also vielleicht ist da noch was ganz anderes im Busch. Neues Rätsel verfügbar. Ja, das hier. Motorarbeiten. Was wurde gemacht? Können wir noch nicht sagen, weil haben wir nicht gefunden. Wissen wir noch nicht. Werden wir wahrscheinlich erst unten rausfinden. Da, wo wir jetzt auch hin sollen. Denkmal für Alex. Oh, sind wir Alex? Und wir konnten nicht mit. Deswegen ist das quasi... Haben sie es so gemacht? Ich kann nicht weg. Jetzt kann ich weg. Sind wir vielleicht Alex? Möglich, ne? Die Tür sieht ein bisschen geblockt aus. Oh, die ist auch geblockt. Ja, die ist geblockt. Ach, das ist die... Hier kommen wir auch nicht raus, ne? Nein, nein, nein. Denzel? Oh, Denzel Washington ist auch da. Oder war da. Ist jetzt auch tot. Da ist nur ein Heftchen. Okay, die Frage ist jetzt... Lagerraum. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal in den Lagerraum, bevor wir hier rausgehen. Wir bewegen uns gleich draußen noch im Schiff. Das wäre ja noch wild. Das sind entweder Tanks oder eine Sauerstoffflasche ist ein bisschen groß fürs Tauchen, würde ich behaupten. Okay, hier ist aber nichts zu machen. Oh, okay. Wir kommen gleich raus. Uiuiui. Aber hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier noch. Irgendwo. Ich hätte halt darauf gewettet, dass hier noch irgendwas ist. Weil wir hier dieses Flashback hatten.
ist nichts zu holen. Wo waren wir eigentlich überall? Können wir nicht hier runter? Ich hätte jetzt auch getippt, dass wir hier runter können. Pierre. Aber hier haben wir alles, ne? Das haben wir. Das ist ein Denkmal. Was haben wir denn jetzt übersehen? Fehlen uns noch Schlüssel, Messer, Schlüssel, Bolzenschneider, Schrauben. Ach, hier können wir auch sehen, was wir haben. Okay, hier haben wir einen Schraubenschlüssel. Irgendwas fehlt hier noch. Da. Ich sollte vielleicht bis zum Ende laufen und nicht irgendwas fehlt und dann erstmal umdrehen. Neuer Hinweis, Interview mit Thomas. Wie ist das eigentlich? Wir haben noch ja auch Profile, ne? Ein ehemaliger Bürokrat aus Norwegen, Erik Larsson, wenn er aus Norwegen kommt, heißt er Erik. Leitet die Expedition. Okay, er ist der Expeditionsleiter, ne? Willst du wissen? Erik war von Hans beauftragt worden, den Kranunfall zu untersuchen und die Ursache herauszufinden. Er sah sich Thomas' Entwurf, die von Isabel gekauften Teile und Kmars Arbeit bei der Montage und Wartung an. Mhm. Okay, sie steht im Zusammenhang mit Jesse. Bailey war eigentlich nicht dabei, ne? Der Schotte Bailey ist Tauchassistent. Er war von Anfang an auf dem Schiff dabei und sehr nett zu Alex und mir, als wir anfingen. Okay, also sind wir nicht Alex. Nach Alex ließ Bailey sich vorübergehend vom Dienst auf der Thalassa befreien. Er war mir eine große Stütze. Die Nachricht vom Untergang der Thalassa hat ihn schwer getroffen. Also wir sind nicht Alex. Nach Alex ließ Bailey sich... Nach Alex was? Ist Alex gestorben? Haben wir Alex? Da ist Alex. Erfahrene Taucherin, Mentorin und gute Freundin. Sie wuchs als vaterloses Einzelkind auf und ging ihrer Mutter Caris oder ja Caris schon früh zur Hand. Sie lebten in einer Küstenstadt und verdienten ihr Geld oft mit der Herstellung von Schiffsmaterialien. Schon als Kind war sie von Tauchern fasziniert. Als ihre Mutter starb, begann sie diesen Beruf ernsthaft zu verfolgen. Alex Pannis, Leiterin der Tauchtrupps. Okay. Erik war von Hans beauftragt worden. Er sah sich vor mir so, wo, hä? Wie Erik? Was hat sie jetzt damit zu tun? Für ihn gibt es keine Nachforschung. Aber wer, okay, wer bin denn ich? Vielleicht bin ich Maria? Nee, kann nicht. Die war ja mit an Bord. Maria Greenwood ist das einzige Kind von Isabel Greenwood aus erster Ehe. Sie ist in Amerika geboren und aufgewachsen. Oh, die ist auch hier gestorben, ne? Sind alle tot. Thalassa. Jeder hat eine Verbindung zu Thalassa. Die Amerikanerin Jessie ist Reporterin. Ja, wissen wir auch. Die neue Passagierin. Isabel hat eine Reporterin. Das wissen wir auch. Aber warum ist denn bei Alex... Warum gehört sie mit zu den Nachforschungen beim Kranunfall? Nach Alex ließ Bailey sich vorübergehend vom Dienst auf der Thalassa befreien. Also, das klingt so, dass Alex vielleicht vorher schon gestorben ist. Deswegen der Schrein, weil das,
Die werden ja keinen Schrein gemacht haben, während das Schiff gesunken ist. Also, Kapitel ändern? Ich kann hier kein Kapitel ändern. Okay. Also, wahrscheinlich ist die Alex gestorben und dann hat Bailey sich vom Dienst befreien lassen und ist deswegen nicht auf dem Schiff gewesen, als es gesunken ist. Also, so hat er überlebt. Aber ich weiß immer noch nicht, wer wir sind. Kmar hat gar keine Verbindung zu irgendjemandem. Der hat auch das. Jamaikanische Seefahrer und Mechaniker, gehört zum Langen zur Besatzung. Er hat sich verlobt, bevor das Schiff zu St. Catherine auslief. Okay, dann ist bei den Rätseln wahrscheinlich Kadri. Wir haben ja Count M. Wenn er verlobt ist, wahrscheinlich nicht mit ihr. Hatte sie vielleicht ein Verhältnis mit ihm? Kadri aus Aleppo wurde von Isabella als Koch eingestellt, um die Besatzung der Thalassa zu versorgen. Wobei, er hat aber schlecht über Maria geredet, ne? Dass das ein Kind ist, was nur Ärger bringt. Aber K und M haben wir sonst hier nicht. Außer Kmar. K und M, warte mal. Aufnahmen. Aufruhr. Spät unterwegs. Hier. Cuttery. Schnitzerei. Heroinflasche? Nö. Na, wobei eigentlich doch, ne? Ist ja Porträt von ihm. Jemand hat mit Feder und Tinte ein Herz drauf gezeichnet. Also, jemand war in ihn verliebt. K und M. Das kann ja nur Maria gewesen sein. Und dann, und vor allem dann die wahrscheinlich auch die Aufruhr. Wo war das? Ihr Aufruhr in der Messe. Maria, Gitarre, Porträt, kann ich hier K&M nehmen? Oder M und K, aber das ist ja Liebesgedicht, Diebstahl, nö, wieder mit Hans, Maria, vielleicht Kmar, auch nicht. Nee, hier fehlt uns, glaube ich, noch irgendwas Entscheidendes. Na gut. Finden wir vielleicht noch raus. Da können wir es ja eh noch nicht lösen. What the fuck? Das ist Alex, ne? Morning. Ja. Sleep. Salt on the breeze. Rush of the ocean around us. Really puts things in. Entschuldigung. Ist ein bisschen leise. Warte. Musik, Stimmen ist voll auf 100. Die Effekte waren gerade ein bisschen laut. Ich mach die mal, wobei eigentlich waren die gut, ne? Bis auf da. Ich mach mal hier ein bisschen lauter. Perspektive. I'm happy here. On this ship with this crew. Shouldn't sound so gloomy, should it? I don't want to lose what we have here. Right. That's plenty of time. And I'm the one who gets to decide. Regardless of others here. Thank you. You alright, Cam? You've gone quiet on me. Okay, wir sind Cam. Camera.
Nein! Nein! Es ist zu Ende! Nein! Ich will weiterspielen! Was soll denn das jetzt? Oh Mann! Ja, danke fürs Spiel. Besuch unsere Steam-Seite und setz das Spiel auf deinen Wunschliste. Auf jeden Fall. Ich will das Spiel haben. Ich will jetzt, dass der 1. August ist. Also das ist zumindest der angepeilte Termin. Boah, das Spiel ist ja voll gut. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Warum ist es jetzt vorbei? Nein! Nein! Schade. Aber wir sehen uns auf jeden Fall bei dem Game wieder. Talitha. Edge of the Abyss. Ist ein langer Titel, kann ich mir nicht so gut merken. Talitha, Edge of the Abyss. Wenn es raus ist, wird es sofort durchgesuchtet. Da sehen wir uns dann wieder. Das heißt auf YouTube dann wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren. ja, und im Stream relativ zeitnah. Deswegen sage ich jetzt mal für die Damen und Herren auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Talitha. Edge of the Abyss. Ich muss mal nachgucken, wie es heißt. Entschuldigung. Und ja, bis dann zur Vollversion. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.